Facial Indexing. Genau. Ihr habt alle ArangoDB noch nicht benutzt oder so? Oder NoSQL-Datenbanken? Okay, also dann sowieso ein bisschen. Genau, also ich bin Simon, ich arbeite bei ArangoDB, ich bin Kernentwickler, so arbeite da an allem Möglichen, was die Datenbank halt so betrifft. Genau, und ich zeige euch erst so ein bisschen ArangoDB im Allgemeinen. Ja, und dann zeige ich euch quasi diese Geofunktionalität, ne? Darum soll es quasi eigentlich gehen heute. Genau, ich zeige euch, was man machen kann, wie man es benutzt. Und am Ende erkläre ich noch so ein bisschen, wie das eigentlich so intern funktioniert, wenn das interessant ist für euch. Ansonsten können wir das halt auch schnell abhandeln. Genau, so. ArangoDB an sich ist eine Multimodal-Datenbank. Das heißt, man kann dieses erstmal schemaless, ne? Das heißt, nicht wie bei MySQL hat man braucht kein festes Schema, sondern man kann einfach immer Daten reinwerfen, ne? Wie man das so kennt auch von anderen. Was cool ist bei ArangoDB ist, dass wir supporten nicht nur diese Document Stores, ne? Also du kannst nicht nur einfach Dokumente reinspeichern und wiederbekommen, sondern du kannst halt auch Graphen abbilden da drin. Und es gibt eine komplexe Query-Sprache, in der man Graph-Traversals machen kann und ne, kann quasi Dokumente verbinden mit Knoten, mit Kanten. Ne, kann Graphen abbilden, seine Daten so abbilden und das supporten wir quasi zusätzlich. Ne? Und deswegen ist es Multimodal, weil wir halt nicht nur ein Schema, ein Modell supporten, sondern halt auch Graphen, Volltextsuche mit so ein bisschen wie Elasticsearch in die Richtung. Ne, man braucht quasi keine drei Datenbanken mehr im Zweifel, sondern man kann das alles abbilden mit ArangoDB. Und genau, das war eigentlich diese Slides. Genau, und die Idee ist quasi, dass man im Idealfall weniger Software einsetzen muss, sondern nur noch genau eine. So. Und die API ist komplett HTTP-RESTful, das heißt, man kann es relativ easy zu benutzen für Einsteiger. Skaliert, man kann es in einem Cluster aufsetzen, ne? Man kann beliebige Knoten immer Nodes hinzufügen. Das heißt, es skaliert halt horizontal von einem Server bis beliebig viele, quasi beliebig viele Server, in der Theorie zumindest. Und genau, genau, so. Unsere Query-Sprache ist nicht SQL, wie ihr das kennt, sondern wir haben eine eigene Query-Sprache, die halt, wie gesagt, damit wir halt auch diese Graphen supporten können, zum Beispiel. So, man kann damit aber komplexe Sachen machen, man kann Joins machen, man kann alles, was man kennt von SQL. Die Syntax ist halt ein bisschen anders, zeige ich euch gleich. Genau. Ansonsten ist es, wie man es kennt, so. So, aber heute geht es eigentlich speziell um Geospatial Queries. So, was sind Geospatial Queries? Ne, du hast ganz einfaches Beispiel, du hast irgendwie Restaurants in deiner Datenbank oder sowas oder Nutzer, du stehst dann, hast eine App gebaut, du willst wissen, okay, welche Restaurants sind hier in der Nähe. Und dann fragst du das einfach die Datenbank, gib mir alle Restaurants im 500 Meter Umkreis. Und die Datenbank liefert es dir einfach, ne? Zum Beispiel. Und warum braucht man das, ne? Also relativ offensichtlich, ne? Es gibt immer mehr Daten, jedes Handy hat ein GPS und so. Es ist mehr easy, Daten zu sammeln, die irgendwie mit Geodaten angereichert sind. Und ne, für was auch immer, ne? Man will vielleicht Werbung anzeigen, location-bezogen. Irgendwie, man will analysieren, wo die User gerade rumgehen, ne? Wie viel ist los, wie viele Leute sind auf der Frostcon quasi, wenn du die Location-Daten hast von den Usern. Sowas. Genau. Und um das zu machen, kannst du halt bei ArangoDB GeoJSON reintun. JSON kennt ihr alle wahrscheinlich. GeoJSON kannst du einfach Polygone zum Beispiel oder beliebige Formen abbilden als Koordinatenpaare. Zum Beispiel so, ne? Also du sagst zum Beispiel, hey, ich habe hier so eine Linie oder was auch immer, ne? Und die Linie symbolisiert irgendwas, ne? Was auch immer du halt willst. Und ne, das ist einfach ein JSON-Dokument, das kannst du bei uns so in die Datenbank schreiben und es wieder quasi auch abfragen und dann verarbeiten, ne? Du kannst es in der Query-Sprache dann verarbeiten. Ja, zum Beispiel, ja, man will zum Beispiel einfach hier zum Restaurant einspeichern mit einem Punkt, ne? Das quasi das Innere, das gesamte Dokument, was du zum Beispiel abspeichern würdest, ne? Das Name und halt das innere Dokument ist quasi das GeoJSON. Und da das schemaless ist bei uns, brauchst du ja keine
ne, du kannst die, kannst quasi alle Objekte immer embedden. Ne? Also wenn ihr das mit, vielleicht mit MongoDB schon gemacht habt oder so, dann funktioniert es bei uns ganz genauso. So. Genau, und eigentlich würde, ne? Genau, und sowas kannst du halt dann machen. Ne? Du kannst dann sagen, okay, gib mir die Distanz, zum Beispiel eine Distanz von diesem GeoJSON-Element mit irgendeinem anderen Punkt. Oder ne, es ist vielleicht der Punkt eigentlich gerade in einem Haus drin. Also du willst zum Beispiel, anstatt quasi hier so nur einen Punkt zu haben, könnte man zum Beispiel ein Gebäude abbilden als ein Polygon, ne? Und dann sagen, okay, ist denn dieser Punkt eigentlich gerade in diesem Haus oder in dem Polygon? Das kannst du halt machen mit zum Beispiel mit so einer Containment-Funktion. Ja, und so weiter. Ja, ich zeige euch das einfach mal kurz. Na. Na, läuft der Server? Genau, also zum Beispiel hier wär quasi ein Query-Polygon, wo wir einfach schauen, hey, gib mir alle Polygone, das ist quasi ein Stadtbezirk von New York, ne? Und wir wollen jetzt einfach alle Polygone finden oder alle Bezirke, die damit sich halt schneiden, ne? Und das wäre dann zum Beispiel so ein Query. Ich hoffe, man kann das erkennen bei euch. Ne? Wir haben halt hier so ein relativ komplexes Polygon, das ist quasi der rote Teil. So, und dann sagen wir, gib mir alle schneidenden Flächen, die hier sind. So. Und das ist quasi, was man machen kann. Ne? Zum Beispiel hier, das nächste Query wäre zum Beispiel sowas mit, wir haben den Punkt, das ist die Freiheitsstatue da. Ne? Dann sagen wir, okay, gib mir doch mal einfach alle Punkte, die hier in der Nähe sind, sortiert. Ne? Und aber auch nur 100. So, und dann kommen wir alle Restaurants zum Beispiel, die irgendwie nah bei der Freiheitsstatue sind. Genau, zum Beispiel. So. Genau, und ja, bei RangDB, wir haben halt dann diese G-Funktion, ne, mit dem man halt zum Beispiel Punkte bauen kann. Relativ einfach in der Querysprache. Oder eben Polygone, wie ich eben gezeigt habe. Genau. Das sind G-Funktionen. Ja. Ja, genau, das war das Query, was ich eben meinte. Ne? Wir sagen quasi, ne? Freiheitsstatue. Also, ihr habt bestimmt schon mal alle SQL gemacht, oder? Also, ein SQL-Query ist relativ ähnlich, ne? Nur dass bei uns halt eher so, das ist wie so eine Programmiersprache so ein bisschen. Ne? Das ist quasi wie eine Tabelle oder eine Collection. Du sagst, wir wollen alle Restaurants aus dieser Collection haben, aus dieser Tabelle quasi. Und dann halt Filter nach Distanz. 30.000 Meter und ne, return das Ergebnis halt. Kann das eigentlich auch mal live machen? Ja, hier habe ich ja einen Server laufen. Ne? Eben gestartet. So, ich habe hier die Daten quasi drin. Das sind quasi die Neighborhoods, ne? So die mit Geopolygonen kann das hier sehen und kann, das ist unsere Web-UI nur, ne? Aber hier kann man sehen, das ist einfach ein Objekt mit Koordinaten drin. Die Koordinaten sind einfach Paare, ne? Von Latitude, Longitude, so immer. Und wenn wir zum Beispiel ein Query machen wollen da drauf, genau, da ist es schon, können wir das hier live machen. Und in unserer Web-Oberfläche ist das halt, haben wir das integriert mit OpenStreetMaps, ne? Sodass, wenn man halt die Ergebnisse bekommt, man das sofort sehen kann. Ne? Also es ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen, also wenn man irgendeine Anwendung hat und man möchte zum Beispiel so ein bisschen Live-Business Intelligence machen, ne? Man kann Live-Queries schreiben, kann sich die Ergebnisse halt anzeigen lassen. Kann zum Beispiel auch mal eine kleinere Distanz einstellen, mal gucken, ob da noch was rauskommt. Ah ja, doch. Genau. Und das ist eigentlich ganz cool. Ja, ist ein bisschen komfortabler, als wenn man jetzt irgendwie so MySQL hat oder so, ne? Da ist
Ja, das Tooling ist irgendwie ein bisschen nicht ganz so cool. Genau. Ah ja, genau. Man kann natürlich auch mehrere Filter ranhauen, ne? Also zum Beispiel, hier wollen wir nur die Straßsachen haben, die genau in diesem äußeren Rand sind. Wenn wir das mal live machen. Na. Ja, dann sehen wir zum Beispiel hier, jetzt bekommen wir nur noch genau die äußeren Punkte. Und das Wichtige ist halt, dass es halt indexiert, ne? Also wir machen das quasi nicht live, hier laufen nicht komplett über die ganze, alle Elemente in dieser Collection oder in der Tabelle, sondern da ist halt ein GeoIndex drauf. Wenn man halt hier sich mal dieses Explain anschaut, also das Explain anzeigen lässt, ne? Das kennt ihr bestimmt auch von MySQL oder so oder von anderen Datenbanken. Hier kann man sich den Queryplan anschauen. Hier wird halt ein Index benutzt und nicht bloß die Collection. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch schnell für so, dass man nicht, wenn man auch Millionen von Einträgen hat, Millionen von Restaurants da drin, dass man nicht, man will ja nicht immer über die ganzen Daten laufen, sondern ne, da ja, ist halt ein persistenter Index drunter. Aber das erzähle ich euch gleich noch, wie das funktioniert. Genau. So. Ja, es ist einfach, glaube ich, ungefähr dasselbe Query nochmal. Ist nur sortiert. Ja, Containment können wir machen. Also hier zum Beispiel, Containment ist ganz nice, weil du, also wenn man zum Beispiel so eine Nachbarschaft hat, ne? Also man will einfach alle Restaurants in Chinatown haben oder alle Restaurants in Kalk oder so, ne? Köln-Kalk. So, dann will man ja nicht. Dann hat man quasi ein Polygon. Man kann seine Nachbarschaft, seine Gegend kann man halt einfach als Polygon in die Datenbank tun und sagen, okay, gib mir einfach alles, was da. Na. Oh, jetzt habe ich es gemacht. Genau, das heißt also, in dem Moment, wo man Sachen halt einfach als Polygon hat, dann kann man das quasi benutzen, als um Queries zu machen. Ah, da ist ein Punkt. Na, wo ist der Bug? Ja, genau. Also, ne, das ist quasi ne, Chinatown in Manhattan. Wie man sieht, man bekommt einfach die Restaurants. Und was wir gemacht haben, ist ja einfach nur, wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt quasi erstmal in meine Tabelle mit meinen Nachbarschaften. Ich suche die Nachbarschaft raus, wo der Name halt Chinatown ist. Und genau, in dem Moment, wo ich das gefunden habe, sage ich, okay, jetzt gehe ich einfach über alle meine Restaurants, ne? Verschachtelt, mach diese Containment, mach das Containment, check, ob das da drin, ob das hier, nee, also ob diese Geometrie quasi, Chinatown, das enthält, den Punkt und fertig und return das Ergebnis. Das ist quasi eine Art Join jetzt schon, ne? Also, ja. Soweit alles klar. Fragen? Okay. Ja. Oh ja, Intersection habe ich eben schon gezeigt. Ist relativ teuer zum Beispiel. Also so Intersection muss man relativ viel testen. Ist deutlich teurer als Containment checken. Aber ja, manchmal braucht man es. Können wir auch live machen, aber na. Ja, genau. Und ja, den UI-Editor habe ich echt gerade gezeigt. Das ist halt ganz cool. Also ganz cool. Wie gesagt, wenn man so ein bisschen Live-Analyse machen will, man will live ein bisschen mit seinen Daten spielen, ne, dann ist so eine Web-Oberfläche echt cool. Genau. Ah, genau. Eigentlich können wir jetzt zu den Graphen kommen. Da habe ich leider die Daten nicht vorbereitet, aber was man halt tun kann, ist ja in der Rangnivelle, man kann quasi sich beliebige Daten immer verknüpfen, ne? Und zum Beispiel hat man jetzt irgendeinen Graph, hat irgendwie Menschen noch in seiner Datenbank so und will sowas machen wie, okay, gib mir, ich habe irgendeine Person und jetzt gib mir mal alle Restaurants oder so. Weißt du? Also du läufst quasi ein bisschen über deine Daten. Genau, und das Beispiel ist zum Beispiel, ich will jetzt einfach alle Restaurants sehen, wo Freunde von meinen Freunden schon waren, in Long Island City. So. Und in der Rangliste ist das relativ easy, ne? Weil du kannst halt einfach sagen, okay,
hier ist mein Polygon, das habe ich jetzt auch weggelassen, weil das ziemlich groß wäre. Wir gehen über meine Tabelle oder meine Collection mit Menschen. Ich suche irgendwie nach Janet, sage, okay, hey, gib mir doch mal ein. Ihr habt einen Graph, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Wir gehen jetzt einfach bis zu zwei Schritte quasi kantenlang, ne? Und sehen quasi so Freunde von meinen Freunden. Ne? Freunde und Freunde von meinen Freunden. So, in dem Moment habe ich das dann hier in der Liste. Und dann checke ich einfach, okay, alle Restaurants in Long Island City und check da mal, ob meine Freunde da waren. Voraussetzung ist quasi nur, ey, ich habe hier eine Collection mit Besuchen, wie ich mir gemerkt habe, wenn ich habe eine Relation quasi von zwischen den Freunden, eine Knows Collection quasi, wo du einfach abgespeichert hast, wer wen kennt. Ja, und fertig, ne? So einfach kann man dann relativ komplexe Queries zusammenbauen, wo man so ein bisschen Analysen machen kann. Genau. Ah, genau, zum Beispiel, das ist quasi dasselbe Prinzip, ne? Ich will einfach wissen, wo wohnen eigentlich meine Bekannten so? In welchen Gegenden? Laufe ich einfach, ne, mach dasselbe quasi wieder. Ich laufe über einen Graph, am Ende gucke ich, wer wohnt, und wenn ich die Leute gefunden habe, laufe ich quasi zurück am Graphen, wo die wohnen quasi. Wenn ich das gemerkt habe und check, dann ist, welche Nachbarschaft ist das denn, ne? Oder ne, beziehungsweise welche, wie weit ist es weg? Weil ich will ja nur Nachbarschaften haben, die nah sind. Ja. Ja, Live-Demo habe ich ja zwischendurch schon gemacht. Also das, was ich euch gezeigt habe hier, das gibt es halt online, das kann man. Also diese Demo, das Programm kann man einfach installieren. Wenn ihr euch AlangoDB runterladet und startet, dann kann man bei uns halt einfach Services installieren. Ihr könnt einfach dieses Ding so als Demo, kann man quasi einfach installieren. Es gibt einen kleinen App Store sozusagen, wo man sich JavaScript-Plugins einfach installieren kann in seiner Datenbank. AlangoDB integriert die V8 Engine. Das heißt, ihr könnt selber JavaScript schreiben und im Server installieren und dann selber quasi Services in der Datenbank laufen lassen. Was ganz cool ist, ne? Man bringt quasi seinen Code näher zu den Daten. Genau, und dann kann man zum Beispiel hier hingehen und sich diese Demo einfach installieren. Genau. Oder es gibt halt zum Beispiel hier, also die sinnvollen Sachen sind eigentlich Konnektoren, ne? Also so Grafana-Konnektor und so ein Zeug. Wir haben da quasi so einen Marketplace, da könnt ihr auch könnt ihr euch auch registrieren, könnt eure eigenen Apps da hochladen. Genau. So. Sind wir eigentlich relativ schnell gewesen. Genau, wie funktioniert das unten drunter? Also bis jetzt ist alles klar, keine Fragen. Wenn wir Geodaten haben, ne, dann das Endziel ist ja quasi nur, wir wollen eigentlich ja nicht also wenn wir quasi indexieren, dann traden wir quasi ein bisschen mehr Platz gegen Query Speed, ne? Also wir wollen quasi schneller irgendwas nachschauen können und dafür legen wir quasi eine Index an, wo eine Karte, wo die uns sagt, wo was ist, ne? Also so, und wenn wir einen Geoindex machen, dann haben wir quasi diese drei Basis-Use-Cases, die so passieren. Ne? Wir wollen quasi Sachen finden in der Nähe, wir wollen Sachen finden, die irgendwo enthalten sind oder die sich halt oder irgendwas, was sich schneidet mit irgendeiner Form. Und was quasi einmal reinkommt bei uns, sind quasi dieses GeoJSON. Ne? Und das sind halt entweder Flächen oder Punkte in der Regel oder Linien. Genau, und was man halt effektiv macht, ist erstmal, wenn man also Geodaten generell indexieren will, man partitioniert quasi die Erde so in Teile erstmal, ne? Und sagt am Ende, okay, jeder Quadrant, den man irgendwie so hat, dem gibt man halt eine Nummer. Frage, ja? Ja. Ja, klar. Ja, so klack.
Also ich meine, wir brauchen ja keine Kartenprojektion, aber also was wir, also das, was du meinst, ist eine Kartenprojektion, ne? Oder was wir am Ende machen, ja, komme ich auf jeden Fall gleich zu, aber also am Ende des Tages, wir wandeln alles, alle Flächen in Zellen um quasi und wir indexieren in die Zellen, jede Zelle hat eine deterministische ID, also und die kann man halt dann sortiert ablegen, aber komme ich gleich zu. Genau. So, erster Ansatz. Also was man halt immer machen kann, sind Quadtrees. Wenn ihr so, also so Quadtrees sind einfach wie Bäume quasi, In-Memory-Bäume, wo du halt einfach sagst, okay, ich teile irgendwie meinen, ich habe irgendwie meinen Space so, ich teile den halt einfach auf in und sortiere dann quasi die Punkte immer in so Buckets. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, ne, C und B sind irgendwie nah beieinander, so die liegen halt, deswegen haben, sind die im gleichen inneren Knoten hängen die. Genau, und Quadtrees haben halt immer vier Bäume, die quasi auf jedem Level unterteilst du das, den Raum, den du hast, einfach in vier Flächen. Ne? Und je tiefer du gehst, desto genauer wird quasi der Quadtree. Hier, das auf dem Bild sieht man es auch ganz gut. Ne? Erstes Level ist quasi alles. Dann im Roten ist halt irgendwie nur noch, sind die einzelnen Quadranten. Und je tiefer du kommst, ne, desto genauer wird es halt. So. Ah, gut. Bitte? Ja. Die Entfernung. Also, aber darum geht es jetzt noch nicht, oder? Also, wir wollen ja quasi, also beim Indexieren wollen wir nur die Sachen quasi wiederfinden. Ne? Wir wollen quasi sagen, okay, was ist denn hier in der Nähe? Und wenn du, dann gehst du quasi einfach nur in den richtigen Quadranten. Also, wenn du irgendwas finden willst, was in der Nähe ist, oder du willst was finden, was du hast, irgendwie einen. Irgendeine Fläche und du willst sehen, was ist denn da drin. Also das geht, es ist, du kannst die Erdkugel schon unterteilen, ne? Aber wir projizieren das jetzt noch nicht auf 2D gerade, ne? Also wir projizieren das ja noch nicht auf eine Fläche, sondern macht das Sinn? Ich weiß nicht. Also. Ja, genau. Ja. Ja, genau, also genau so halt. genau, letztendlich machen wir das quasi dann mit der Erde. Ne? Also wenn du es mit dem Quadtree machst, man indexiert quasi die Erde einfach jedes Teil, jedes, ne, immer mehr so Buckets. Ja. Ja, und am Ende des Tages, ne, hat man dann irgendwie seine Punkte irgendwo drin liegen, irgendwo. Und wenn man halt was in der Nähe finden will, geht man halt einfach nur an den entsprechenden Knoten. Wenn man halt nahe Punkte finden, geht man einfach nur einen Knoten rauf, guckt halt da wieder rein. Ne? Also das heißt, wenn man irgendwie alles finden, was bei Grün in der Nähe ist, dann guckt man erst hier, dann geht man hoch, findet den Gelben, geht weiter hoch, ne? Und so weiter. Genau. So, ein Quadtree ist ein bisschen doof, weil es ja in Memory. Und in der Datenbank, also du hast halt irgendwann ja auch Daten, die sind größer als dein RAM, ne? Und dann, das heißt, du willst es auf die Platte tun. Das heißt eigentlich, was man halt machen kann, ist, wenn man halt, man kann jedem Bucket quasi eine ID geben, ne? Und die kann man halt deterministisch ausrechnen. So, und was man dann halt zum Beispiel hier macht, also, man guckt halt erst, also dieser Punkt P, der hat dann quasi diese ID, weil wir gucken erst hier oben, dann gehen wir diesen, dann nach rechts, dann haben wir 0 und 1 quasi die, als ersten Teil. Und dasselbe machen wir quasi nochmal. Wir sehen, okay, der ist da, wir gehen erstmal einen Schritt nach rechts, merken uns, das ist eine 1, eine 0 und dann nach oben. So. Und dann kannst du, also der Vorteil von dem Ding ist, dass quasi, du hast halt zwar so eine fixe Länge von Strings, die kannst du dann einfach so, kannst du einfach immer ausrechnen und die kannst du einfach in eine sortierte Liste tun. Die sortierte Liste kann man halt abspeichern. Man kann das in einen B-Tree machen oder ja, einfach irgendwie das relativ einfach auf die Platte tun sozusagen, ne? Auf die Festplatte. Und genau. Und das System gibt es natürlich schon lange, also das nennt man ja GeoHash quasi, was da rauskommt. Und die funktionieren halt genauso. Die haben halt, du hast halt immer so GeoHash-Strings. Je länger der String ist, desto genauer wird das quasi. Also jeder String identifiziert irgendwie immer so ein Quadrat. Ne? Und
wenn man quasi nie, immer noch einen Buchstaben mit dran denkt, dann wird das Quadrat quasi kleiner, aber die sind immer ineinander enthalten. Ne? Jeder Präfix ist im selben, also je länger der String wird, desto genauer wird quasi diese Adresse. Und Geohashes sind ganz cool, weil die kann man sich halt da relativ einfach ausrechnen. Man braucht auch keine besondere Datenbankunterstützung dafür eigentlich. Man kann quasi jede Datenbank relativ einfach dann benutzen, um Geodaten abzuspeichern und schnell wieder zu finden. Ne? Also so. Also das System ist, genau, wie ich es gerade gesagt habe, ne, man unterteilt einfach mal die Hälften, merkt sich 0 oder 1, links oder rechts und geht halt wieder einen Quadranten tiefer und macht dasselbe noch weiter. Und am Ende hat man quasi für jeden Quadranten irgendeine Adresse. Die wandelt man um mit Base 32, glaube ich, in Buchstaben und fertig. Mhm. Genau, und Geohash ist halt cool, weil also Strings, die lexografisch quasi nah beieinander sind, die sind auch auf der Erdkugel quasi nah beieinander. Halt verzerrt natürlich, aber man kann quasi relativ einfach die Nachbarn finden, wenn man sowas machen will. Genau. Ups. Genau, was man halt quasi tut ist, also das ist halt Potsdam, ne? Potsdam, jedes bekommt dann hier so ein Quadrat mit einer Adresse und die sind halt, ne, die gehen halt immer weiter. Und wenn man halt zum Beispiel scannen will, man will die Nachbarschaft finden, dann scannt man einfach über seine Liste immer so drüber und findet quasi alle Punkte, alle Flächen, was auch immer man da reingetan hat, in den Index. Ne? Und was man hier so ganz gut sieht, das sind halt immer so Z-Sachen. Ne? Also man hat immer, das geht immer so im Zickzack hin und her. Genau. So, und das ist eigentlich auch der erste Nachteil schon, also weil in dem Moment, wo du so hier ist quasi ein Sprung drin und der Sprung ist ja eigentlich schlecht, weil dann springt man immer, also es ist zwar nah beieinander, aber in Wirklichkeit in der Liste, in der sortierten Liste, aber in Wirklichkeit ist das hier nicht da dran, sondern es ist halt, man springt quasi immer und dadurch werden diese Ranges, die man halt hat, also die man scannen muss, dadurch muss man relativ viel springen und das ist relativ teuer natürlich, weil man ja unter Umständen in andere Dateien reinschauen muss, man muss die erstmal laden. Ne, und das will man eigentlich vermeiden. So, und deswegen, das ist halt so eine Limitierung von Geohashes, weil es macht halt die sogenannte Z-Order-Curve, heißt das. Die ist halt nicht optimal für so Sachen. Genau, und wenn man jetzt aber von Geohash weitergeht, man kann halt sagen, okay, wir setzen einfach diese Z-Order-Curve und machen stattdessen, es gibt quasi Alternativen dazu. Ne? Also es sind halt am Ende des Tages sind das Funktionen, die kann man sich ausrechnen, wo man genau ausrechnen kann auf der Karte, wo man quasi von 2D auf 1D geht. Ne? Also wir haben quasi einen Hash-String und der differenziert ja irgendeine 2D in eine 2D-Form. Und in der Mathematik heißt das halt Space-Filling-Curves. Das sind quasi so Funktionen, wo man von 2D auf eine 1D-Sache geht. Sondern statt aber halt dieses Z zu machen, macht man halt einfach ein U effektiv. Und das nennt man dann die Hilbert-Kurve. Und die ist halt deutlich besser quasi, weil man viel weniger springen muss. Der Trick ist, also das Prinzip ist immer noch dasselbe, aber wir machen das halt jetzt, anstatt quasi so ein Zickzack, machen wir halt ein U effektiv. Und dadurch wird das halt viel besser. Also die Performance ist viel besser und vor allem sind halt auch, die Sachen liegen immer noch besser beieinander. Da habe ich auch noch ein Bild, genau. Also was man halt tut effektiv mit dem U, man stellt sich das vor, man hat eine Schnur, die legt man irgendwie auf einen Tisch und wir legen quasi, wir haben ein Schachbrett und wir legen die Schnur quasi in jedes Quadrat von dem Schachbrett, legen wir das halt durch. Aber die Schnur darf sich nicht kreuzen und genau, du musst aber jedes Quadrat musst du halt mit der Schnur überdecken einmal. Und das macht man mit dieser Hilbert-Kurve. Ne? Also es ist halt, die kann man quasi beliebig genau ausrechnen. Hier, ich habe hier auch noch eine Animation. Genau, jedes Level wird quasi immer weiter. Ist wie, also so, vom Sehen ist es relativ einfach sozusagen zu verstehen, denke ich. Und die Idee ist quasi, dass du die halt ausrechnest, also ein Wert von 10 ist dann von mir aus halt irgendwie hier und 11 ist halt einfach weiter. Du gehst quasi, wenn du deine Zahl hast, du läufst quasi immer nur diese Kurve weiter und findest dann, und damit quasi indexierst du jeden Punkt auf dem Globus. Ja. Ich sehe das. Ja. Das bringt jetzt nicht so richtig, weil du diese Zettel.
Ja. Achso, ich meine, du hast immer das Problem, dass wenn du so Endpunkte hast, dass das halt, dass man gucken muss, ne? Also wenn, aber, ja. Ja, du, ich meine, letztendlich, die Sachen sind ja immer noch nah beieinander, also wenn es halt, ich weiß, also es klappt auf jeden Fall am Ende des Tages, man muss halt eventuell ein bisschen länger scannen, ne? Also, aber ich meine, in der Regel legt man das am Ende auch so, dass diese Hilbert-Kurve, also dass die Endpunkte immer über dem Ozean sind quasi, ne? Also dass wenn man, also am Ende dieser S2-Projektion ist so, dass du am Ende, dass man am Ende die Endpunkte quasi da hat, wo man relativ selten Sachen indexieren würde. Also ich habe gleich ein Bild davon. Ich mach's einfach mal auf. Genau, am Ende, also es sieht quasi ja so aus, ne? Also man hat so einen Würfel und man nimmt quasi die Kugel, projiziert die nach außen auf so einen Würfel und die Ecken von dem Würfel sind dann über dem Meer, sodass, weil man da relativ selten Punkte kriegt. Okay. Genau. Genau, wo war ich? Dann, genau, aber am Ende des Tages, wenn man halt dann in dem Index quasi nachschauen guckt, man konstruiert quasi eine Query-Region. Die Query-Region unterteilt man halt einfach in diese Zellen wieder, in diese Quadranten und scannt dann einfach über diesen Präfixen. Ne? Also man hat dann hier, das von mir ist A und das ist irgendwie BC oder sowas und dann scannt man halt alles, was anfängt mit BC bis Ende. Zum Beispiel, man, ne? Und wenn man halt, und das ist quasi dann das Query, was man machen muss. Genau. Und die Idee ist quasi immer, dass man möglichst wenig so Ranges haben will, aber man am Ende ist es relativ einfach. Cool. Ah, genau. Hier, also ich wollte nochmal zeigen, also wenn man zum Beispiel irgendeinen Shape hat, also irgendeine Form, die wird immer in diese Zellen unterteilt. Das kann man sich interaktiv anschauen bei diesem Tool. Und quasi das, also wenn man quasi alle Nachbarschaften suchen würde, dann konstruiert man halt diese Zellen, die sind halt projiziert, deswegen sind die schief. Ne? Also ja, und wenn man quasi dann alle Nachbarn sucht, scannt man einfach über den entsprechenden Präfix von jeder Zelle und findet seine Nachbarn. Und wenn man halt die nächsten Nachbarn immer sucht, dann macht man das natürlich so, man scannt erstmal hier und wenn man auch weiter suchen will, dann scannt man weiter außen, ne? Aber man. Ja. Na. So. Genau, und am Ende, die Pipeline ist so, wie ich es erklärt habe, ne? Man hat given Shape, man kodiert es in diese Zellen, man packt es in seinen sortierten Index und am Ende der Retrieval, das Querying ist dasselbe, wie immer. Wir bauen jetzt diese Präfixe wieder zusammen, die Zellen, gucken in unserem Index nach, dann haben wir Kandidaten, die Kandidaten, zum Beispiel bei uns haben wir dann immer den Mittelpunkt von jeder Shape. Weil dann kann man zum Beispiel, wenn man sowas macht wie, also ein Containment Query, ob das enthalten ist, kann man ja direkt machen, wenn man, kann direkt einfach gucken, ob der Mittelpunkt enthalten ist und es dann entweder sofort wegwerfen, weil wenn wir jetzt was im Index nachschauen, dann haben wir quasi so eine interne ID, aber wir müssen das ja immer noch, das eigentliche Objekt lesen aus der Datenbank, was relativ teuer ist.
und deswegen machen wir das, also man versucht quasi so viel wie möglich, so früh wie möglich erstmal zu viel rauszufiltern von den Daten. Und genau, später hier in dieser Stage geht man dann halt quasi hin, lädt das Dokument aus der Datenbank, macht quasi den echten Check, ob es passt quasi. Und am Ende, je nachdem, wenn man die nächsten Nachbarn sucht, dann sortiert man das Ergebnis nochmal, bevor man es rausgibt. Ne? Man will ja das kann man halt mit so einer Priority Queue machen oder irgendwie anders. Und ja, am Ende hat man dann das Ergebnis zum Beispiel, ne, mit den Restaurants. Genau, und ja, wenn man die Intersection machen will, ist es ein bisschen komplizierter. Da kann man nicht von vornherein alles sofort ablehnen, sondern muss das Dokument halt immer laden quasi. Ne? Aber sonst, das Prinzip ist immer dasselbe. Das ist so eine. Ja. Genau, das ist jedenfalls unsere Strategie so. Funktioniert. Die meisten anderen Datenbanken machen es ein bisschen anders. Die machen in der Regel, supporten die nur diese Nearest Neighbor-Suche als quasi Operation auf dem Index. Funktioniert quasi alles auf dem Index. Man kann auch das Containment wird im Index gemacht und ja. Genau. Das kann man auch sagen. Ja, ansonsten, wir haben ungefähr das gleiche Feature-Set wie MongoDB und RethinkDB an der Stelle. Also, wenn ihr es kennt. Genau. Und ja, ich bin schon fertig. Krass. ja, Fragen? Ja, genau. Also die anderen sind natürlich noch krasser. Also wir haben nicht das Feature-Set wie PostGIS oder sowas, ne? Also da ist oft noch ganz viel mehr, da gibt es ganz viele mehr Funktionen, die man einbauen kann. Vor allem, wenn es dann wenn man so verschiedene Ellipsoiden nimmt, ne? Also es gibt ja dann den vom GPS-System und so, und also da kann man halt noch ganz viel mehr machen. Da sind wir noch nicht so, aber ja. Also was man hier machen kann, ist, man kann relativ viel damit machen, aber nicht alles, ne? Ja. 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 Datenbank aus. Also ArrangoDB an sich ist ja eigene Datenbank und das Frontend ist ja nur das eigenes. Also ist halt, ich meine, also ArrangoDB an sich, ne, ist eine komplette Datenbank. Das ist kein, das, ich meine, wenn du jetzt noch verschiedene andere Datenbanken benutzen willst, du müsstest das halt dann immer importieren oder exportieren, so Daten, ne? Aber ja. Wie kompatibel ist denn das ganze System mit anderen Systemen? Achso. Ja. Das wäre jetzt für mich eine Fragestellung, kann ich auch diese Daten, die du von irgendwo gezogen hast, jetzt mit Python, also mit einer Flask-App beispielsweise, da jetzt was bauen? Ja, ich meine, du kannst den Python-Treiber benutzen von uns. Das ist PyArrango heißt der, glaube ich. Ja, dann kannst du den connecten mit der Datenbank relativ einfach. Siehst du die Daten da drunter. Liest die Daten quasi halt aus. Du kannst diese Queries, die ich halt hier gemacht habe, kannst halt genauso in Python schreiben, also in Python in den String tun und dann zur Datenbank schicken. Und dann bekommst du halt das Ergebnis und damit kannst du halt machen, was du willst. Ne? Also es ist halt, ja. Ich meine, das ist jetzt ein Beispiel, Datensatz. Das ist, ich meine, das war jetzt quasi nur für diese Demo. Das ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, wo es herkam, aber es ist jetzt nichts Besonderes oder so. Ich meine, ja, also kannst du halt runterladen, das ist irgendwo. Ja. Ja.
Ja, ich glaube, das ist GeoHash wahrscheinlich, was die benutzen. Also dasselbe Prinzip halt. Ja, also das Prinzip ist ja relativ easy. So. Aber GeoHash ist halt super verbreitet und ist super, um Punkte zu identifizieren. Das ist ja viel besser, als so einfach nur die Koordinaten zu haben. Ja. Ja, cool. Noch mehr Fragen? Ist auch dieses Mikrofon, ja. Also das mal. Ein Punkt ist ja, dass sich die Kontinente zumindest auf der Erde verschieben. Ja. Wenn man jetzt Daten zu verschiedenen Zeitpunkten erhebt und man einen Abstand ermitteln will, dann können die ja mehrere Meter sich verschoben haben zwischenzeitlich. Ja, ich weiß nicht, ob das so schnell ist. Ich meine, wie viel verschieben sich die Kontinente pro Jahr? Ein paar Zentimeter? In Australien kann das schon in wenigen Jahren mehrere Meter sein. Ja, okay. Ja, krass. Ich meine, du musst die Daten halt dann anpassen, oder? Oder updaten. Was halt dann. Es ist ja egal, was du nimmst. Das ist hier alles nur ein Modell. Die Erde ist ja keine Kugel, die Erde ist eine Fahrtmodell. Ja. Ja, ich hätte noch eine Frage zu GeoHash und dieser S2-Library. Ja. Also, so wie ich das verstanden habe, indexiert ihr mithilfe von dieser S2-Library. Ja. Die basiert irgendwie auf diesem GeoHash oder wie ist das? Weil diese S2-Library, so wie ich dem Link da entnommen habe, ist ja anscheinend von Google. Ja, genau, das ist ein Google-Produkt. Also okay. Dieses GeoHash, also wir machen, wie gesagt, nicht direkt GeoHash, das habe ich als zur Erklärung halt eingeschoben, weil das Prinzip dasselbe ist, aber das System ist ein anderes. GeoHash hat einige Probleme halt, ne? Also genau auch an den Randpunkten. Ne? Es kann ja komplett sein, dass man irgendwie zwei Geohashes haben und die Punkte sind auf der Erde eigentlich komplett direkt nebeneinander, aber die Geohashes sind komplett unterschiedlich. Das kann halt bei Geohash passieren, wegen dieser Z-Order-Kurve. Und deswegen macht man das eigentlich nicht. Also deswegen nutzen wir das nicht direkt. Ja. Also Postgres generell, ich meine, Also PostGIS ist ja von PostGIS das Plugin, damit man Geo-Sachen machen kann. Also RMDB hat halt nicht das gesamte Feature-Set, aber es ist natürlich einfacher zu benutzen, ne? Also was wir machen, würde ich sagen. Ich meine, das Ding ist, wir haben quasi das Subset von den Features, das die meisten Leute halt brauchen. Und es ist relativ einfach zu benutzen, PostGIS loszulegen, ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter insgesamt. Und Performance habe ich mit PostGIS nicht, habe ich, glaube ich, bestimmt schon mal gemessen, aber habe jetzt nicht im Kopf. Ich meine, müsste eigentlich sich in einer ähnlichen Größenordnung befinden. Aber eigentlich ist PostGIS ist generell ein bisschen langsamer als RMDB. Wir haben auch irgendwo einen Benchmark. Aber normalerweise sollte nicht langsamer sein als PostGIS. Warte mal, können wir einmal schauen. Na. PostGIS. Ja, ich glaube, das Blaue, dunkelblaue ist. Ja, kommt halt drauf an, ne? Also hier das ist PostGIS. Ja, manchmal ist es schneller. PostGIS SQL macht Multithreaded Aggregation bei Queries, deswegen sind die manchmal schneller. Aber das sind halt so, ne? Das sind halt einzelne Writes, Reads. Ja. Wie gesagt, ich habe da jetzt keinen, für das Geo-Zeug speziell habe ich gerade keinen Benchmark zur Hand. Das sollte halt korrelieren eigentlich. So Reads aus der Datenbank müssen ja immer passieren. Das heißt, es hängt irgendwann da dran. Ja. Ja, gut. Ja, was kann man noch zeigen? Ansonsten können wir auch früher aufhören, ich weiß nicht genau. Also ich kann euch nochmal irgendwie RMDB generell zeigen. Ich weiß nicht, wenn euch das interessiert. Ansonsten, wie ist die, ja. Ja.
Also ArangDB selber kannst du natürlich mit jeder beliebigen Programmiersprache benutzen, so als Client. In der also wenn du halt quasi Code in die Datenbank selber tun willst, dann musst du es halt JavaScript sein am Ende. Alles, was nach JavaScript kompiliert, funktioniert natürlich auch. Ja. Aber ja, es ist halt quasi eine Skript, also du kannst halt beliebig skripten, aber halt, ja, solange es V8, also solange es halt am Ende JavaScript ist. Ja. Ja, ansonsten, keine Ahnung. Hier sind noch T-Shirts, wenn ihr wollt. Ja. Ja, noch eine Frage. Ja, vielleicht noch eine Frage. Also vielleicht kannst du ja etwas über RangoDB erzählen. Ja. Also ich weiß, ich war mal bei einem NoSQL-Konferenz in Köln. Da wurde das ja vor 5-6 Jahren mal vorgestellt und war da noch nicht so verbreitet. Ja, vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen was über RangoDB. Ist das Open Source? Ist das, ja. Kostet das was? Und ah, genau, so weiter. Also das hätte ich vielleicht, ein paar mehr Slides für machen sollen. Genau, RangoDB an sich ist komplett Open Source, kostenlos. Der Code ist komplett offen auf GitHub. Na. Ja, wir entwickeln auch komplett offen. Also die ganze Entwicklung läuft über das GitHub-Repository größtenteils. Wir haben halt, ja, könnt ihr auf jeden Fall erstarren. Genau, wir haben halt ein bisschen Open-Core-Business-Modell, ne? Also die Firma sitzt in Köln, wir verdienen Geld an Support und sowas, ne? Und wir haben noch ein paar Enterprise-Features, so wie Verschlüsselung auf der Platte halt. So, aber der größte Teil, also so 95% des Codes, ist komplett Open Source. Wie auch alle Treiber. Genau, und ja, das kann man noch so erzählen dazu. Genau, also es ist halt eine NoSQL-Datenbank. Ne? Wir sind noch nicht ganz so groß wie die anderen natürlich. Also irgendwie MongoDB oder so. Also unsere direkten Konkurrenten sind halt noch deutlich bekannter teilweise. Aber ja, also wir haben halt mehr Features in mancher Hinsicht, ne? Und das ist halt das Coole. Ja. Ansonsten. Ja, was kann man noch erzählen? Ja. Ja. Aber das kann ich mal zeigen. Also wir haben, hier müssten eigentlich ein Beispielgraph dabei sein. Genau, also genau, wir haben so einen kleinen Graphen, ne? In dieser Web-UI wird das immer angezeigt. Also was wir an Graphenalgorithmus importen, sind erstmal in den Queries halt so normale Traversals quasi und dann Shortest Path supporten wir. Du kannst Graphenalgorithmen haben wir auch. Ein paar. Und zwar hier im Moment. Also wir supporten also du kannst quasi sowas wie PageRank und so das berechnen, ne? Also wenn ich das, also PageRank zum Beispiel, also so connected, du kannst ja, wie heißt es, die Anzahl der Komponenten ausrechnen im Graph und so. Also wir supporten einige. Es gibt eine komplette Liste irgendwo. Na? Ah, ja. Genau, hier, also wir supporten verteilte Graph-Algorithmen auch, ne? Also du kannst genau zum Beispiel PageRank machen oder Single-Store-Shortest-Path, ne? Also du kannst quasi die Distanz zu einem Ursprungsknoten nicht auch dir ausrechnen lassen. Die Anzahl der connected der Komponenten kannst du dir ausrechnen lassen. Ja, zum Umgangsumfang, klar, also du kannst auf jeden Fall selber Algorithmen in JavaScript bauen, ja. Aber das ist halt dann immer so eine Sache, das ist halt mit, also wenn du mit wirklich vielen Daten umgehst, ist JavaScript dann immer, irgendwann fällt es immer auf die Füße. Aber muss man halt gucken. Aber man kann das machen. Genau, ich kann euch auch noch kurz mal so einen Graph-Algorithmus, Graph-Query zeigen. So, warte mal, docin, ja, ist die Collection. Genau, also wir haben ja alle Personen, ne, in dieser. So, jetzt machen wir mal einen Graph Query. Eins, eins. Oh.
brauchen nur so einen Startpunkt. Moment. Genau, sagen wir mal, wir gehen irgendwie von Alice aus. Wir wollen jetzt irgendwie alle Freunde von Alice kriegen. Dann in Ups, Outcome. Gar nicht sicher, ob diesen Text gerade korrekt ist. Moment. Graph. Vorplan. Vorvertex. Ja, ich vertausche immer die Stelle, wo man den Startknoten hin tun muss. Ne, warte. Oh, was machst du? Okay, ich zu nervös. Oh Mann. Oh, Vertex. So, eigentlich ist das doch richtig, oder? Okay, irgendwann habe ich einen Fehler gemacht, aber ich sehe ihn gerade nicht. Vor Vertex in. Hä? Ach, outbound, ja. Das ist der Fehler. Immer noch nicht. Okay, genau. Also jetzt finden wir halt alle Personen, die Alice kennen, nach außen. Ne? Das können wir gerade mal gucken. So, wo ist Alice? Genau, wir haben einen Schritt quasi gemacht, haben Bob gefunden, weil man erkennt das gar nicht. Sieht man den Pfeil? Ja, ne? Genau, wir sehen es quasi von Alice haben wir gestartet. Wir haben Bob gefunden. Wenn wir quasi bis zum zweiten Schritt gehen, finden wir die anderen auch noch. Also dann finden wir noch Charlie und Bob. Genau, Alice, Bob und Charlie. Aber haben wir Dave war da auch, oder? Ja, genau. So, das ist halt ein Graph Query. Das ist quasi, jetzt haben wir quasi Freunde gefunden und Freunde von Freunden, ne? In dem Graphen. Ja. Ja, okay. Ich glaube, die Zeit ist auch fast rum. Aber. Ja, 5 Minuten. Ja, gut. Hat noch jemand Fragen? Oder ich weiß nicht. Ja, dann.